Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. I'm gonna let the sunshine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. Gonna let the sun shine in the day. Ich sitze heute nicht allein hier. Ich habe einmal Sophie hier und ich habe einmal Lisa hier. Lisa kennt ihr wahrscheinlich schon. Solltet ihr eventuell von dem einen oder anderen Video, was wir eventuell zusammen schon gedreht haben. Eventuell. Könnte passiert sein. Und das ist Sophie, die ist extra angereist für dieses Video. Und wir sprechen heute über Intoleranzen bzw. vielleicht klingt es schöner, wenn man sagt Ernährungsproblematiken. Intoleranz klingt immer, als wenn man eine Behinderung hat, finde ich. Was ja vielleicht auch ein bisschen so ist. Ne? Meine Schwester sagt auch immer Lactobehindi. Das finde ich gut. Wir haben geschrieben, weil du meinen Aufruf auf Instagram gesehen hast. Ja. Und du hast mir erzählt, dass du Ernährungs- und Versorgungsmanagement studiert hast. Und du hast eine Arbeit zum Thema Intoleranzen geschrieben. Genau. Das kann man ungefähr so sagen. Also sie ist jetzt kein Arzt oder Experte. Das heißt, wenn jemand von euch da Experte ist, dann könnt ihr einfach, wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht nicht ganz richtig ist oder anders gesehen werden kann, gerne in die Kommentare schreiben. Aber du hast dich ja mit dem Thema viel mehr auseinandergesetzt als wir, die wir das ja nur auf persönlicher so hobbymäßig. Ebene sozusagen hobbymäßig, genau. Hobby. Wie schaffe ich es, dass ich nicht immer zu vom Klo kippe? Mein Lieblingshobby. Hast du das einfach so studiert und diese Arbeit geschrieben oder hast du selber auch ein bisschen mit dem Thema zu tun, irgendwie in der Familie oder selber? Oder? Also ich selber habe auch Intoleranzen. Also ich habe Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz und Sorbit. Es ist ein bisschen schwierig, weil du musst echt immer auf die Zutatenlisten gucken, ja. Vor allem mit dem Sorbit, auch oft in Medikamenten oder so. Oh Gott, diese Magnesiumtabletten oder so. Und wenn man so Intoleranzen hat, dann hat man meistens einen Nährstoffmangel, weil der Darm ja nicht so gut aufnehmen kann. Und dann will man ja Kannst solche du die Tabletten nehmen. Und da kann man teilweise halt welche nicht nehmen, weil da Sorbit drinnen ist, ja. Krass. Genauso wie Laktose auch immer überall drin überall ist. Drin ist. Schrecklich, ja. Also grausam. Wie hast denn du das rausgekriegt? Hast du einfach dich irgendwann angeguckt und gesagt, irgendwie habe ich ständig Probleme und hast dann festgestellt, okay, eventuell habe ich eine Intoleranz. Warst du beim Arzt? Wie hast du das gemacht? Also angefangen hat es, da war ich glaube ich so 16 oder sowas, da habe ich eben die Laktoseintoleranz nur gemacht mit einem, also da wurde Blutzucker immer abgenommen. Aber hattest du vorher Beschwerden oder? Ja, ich hatte immer so ein bisschen Bauchschmerzen und Blähungen hatte ich schon immer, wobei das irgendwie auch bei mir in der Familie ein bisschen ist. Ja, also wirklich, mein Arzt, der hat immer gesagt, ja, bei Ihnen arbeitet irgendwas. So, okay. Genau, also Blähungen hatte ich schon immer und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und habe das mal checken lassen und ja, dann haben die halt festgestellt, dass ich laktoseintolerant bin. Okay. Haben aber gar keine weiteren Tests gemacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, irgendwas passt noch nicht. Ich ernähre mich zwar laktosefrei, aber irgendwas stimmt nicht. Und das war dann schon in meinem Studium. Und da bin ich dann nochmal zum Arzt gegangen und habe nochmal alles checken lassen. Also Laktose, Fructose und Sorbit eben. Und genau, dann haben die auch nochmal eine Darmspiegelung gemacht, ob es eben daran irgendwie liegt oder so. Genau, aber die Tests waren auf jeden Fall deutlich positiv. Ja, ne, im ersten Mal steht man erstmal da und denkt, oh nein, oh Gott, was soll ich jetzt noch essen? Aber im Grunde, uns ging es ja letztendlich auch, wir haben uns ja auch schon mal privat darüber unterhalten. Ja, ja. Du hast ja auch im Grunde irgendwann angefangen, dich vegan zu ernähren, einfach auch wahrscheinlich auch aus gesundheitlichen Gründen, neben dem ethischen Aspekt. Und hast trotzdem gemerkt, irgendwie so richtig ist dein Magen nicht in Ordnung. Ne? Wir haben uns ja auch kennengelernt im Space und da hast du auch gesagt, also irgendwie, ich kann hier nichts essen, alles ist scheiße. Wie hast du das gemacht? Hast du das auch richtig beim Arzt testen lassen? Also bei mir ist die Anfangsgeschichte so ein bisschen ähnlich. Bei mir ist in der 5. Klasse damals Laktose getestet worden und da war auch ganz eindeutig, okay, das schlägt an. Und dann haben wir da geguckt, irgendwo laktosefreie Produkte. Und dann bin ich weggezogen von zu Hause und habe mich zuerst mal vegetarisch ernährt, dann vegan ernährt und gemerkt, okay, es wird irgendwo schon besser. Und habe das der Ernährungsweise zugeschrieben, habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, hat viele andere coole Vorteile für mich und mag bestimmt auch daran liegen, dass ich mehr Obst und Gemüse gegessen habe dadurch, aber ich glaube, der Hauptgrund war, dass ich einfach zu Hause zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen ganz wie immer Brot mit dabei war, Nudeln mit dabei war, ganz viel Zeug mit Gluten und dass das ein Problem ist, hat sich dann erst rausgestellt, nachdem ich das habe testen lassen, aber da bin ich auch nicht einfach so drauf gekommen, sondern ich habe vor ein paar Jahren einen Blinddarm-Dings gehabt, eine Blinddarmentzündung. Das ist eine krasse Story. Und
Und habe das einfach nicht gemerkt, weil ich so gewöhnt war, dass mein Schmerzlevel halt davor schon chronisch so hoch war. Okay, ich habe ständig irgendwo gerade in Stresssituationen, kam dann so Psychosomatik auch noch mit dazu. Und ich hatte an dem Tag auch einen Termin, wo ich wusste, okay, gut, der ist jetzt eh ein bisschen stressig. Wahrscheinlich bin ich nervös. Dann gemerkt, okay, gut, aber irgendwo, ich kann gerade nicht mehr aufrecht stehen. Es ist irgendwo schon so ein anderes Level. Du sitzt schon eine halbe Stunde auf dem Klo und es wird nicht besser. So nach dem Motto, na, okay, gut, du machst schon die Sachen, die im Normalfall eigentlich helfen. Und bin dann, habe den Termin abgesagt und dachte mir so, ja, ich gehe einfach mal zum Hausarzt und bin tatsächlich gelaufen. Habe dann so auf der Hälfte des Weges gemerkt, ich glaube, ich werde immer schräger. Vielleicht laufe ich doch gleich mal zum Krankenhaus. Und weißt du, so mit, ich weiß nicht, 18, 19 oder sowas, statt dass man mal ein Taxi genommen hätte oder irgendwo auf eine, ja, ich bin da hingelaufen, bin in die Notaufnahme so reingekraxelt gekommen, so, hallo, ich habe Bauchweh. Habe dann erstmal mega den Ärger dafür bekommen, dass ich nicht zum Hausarzt gegangen bin und sowas. Und ja, von der Krankenschwester total zur Sau gemacht worden und dann ewig da sitzen gelassen worden, bis sie es dann mal gecheckt haben. Und dann hat sich im Nachhinein auch bei mir entschuldigt und meinte so, ja, also Frau Laurent, Sie haben hier eine Blinddarmentzündung, wir müssen sofort operieren. Ja, ich meine, wie krass ist das? Jeder, der schon mal eine Blinddarmentzündung hat, kennt wahrscheinlich das Schmerzlevel. Ja. Und das ist halt Normalität. Ich war so, ja, casual stuff hier. Ja. Und genau, das war dann halt der Grund, warum ich gesagt, sorry, super lange Geschichte. Nee, aber ich finde es so krass, weil es zeigt im Grunde, wie intensiv das Ganze sein kann. Danach dachte ich mir, nee, also das kann es ja wirklich nicht sein, ne? Dass du halt irgendwie, es kann ja auch mal irgendwas anderes richtig Schwerwiegendes sein. Da hatten wir Glück, dass das irgendwie noch rechtzeitig rauskam. Aber nicht, dass man irgendwas anderes nicht bemerkt, ne? Und dann habe ich das auch gründlich checken lassen. Davor, wie du auch schon gesagt hast, das ist auch so eine Normalität. Und das so, ja, hat man halt so, ne? Ja. Kein großes Drama drumherum machen. Und dann kam eben auch nach einer Magen-Darm-Spiegelung und sowas kam halt raus, okay, gut, das ist die Liste an Lebensmitteln, die Sie künftig nicht mehr essen können. Und da war halt Laktose, Gluten unter anderem, aber auch ganz viel anderer lustiger. Aber haben die dann richtig festgestellt, dass bei dir diese Zotten zurückgebildet sind? Also so wie bei einer Zöliakie, richtig? Oder? Das sind im Darm hast du so Darmzotten, die quasi... So ja, die Männchen. Die sind so, bewegen sich so und dann nehmen die Lebensmittel auf. Okay. Und bei der Zöliakie, dann gehen die zurück. Okay. Und deswegen kannst du bei der Zöliakie, hast du diese Beschwerden und kannst eben keine Lebensmittel mehr aufnehmen und so. Also so drastisch ist es nicht. Also es ist keine Zöliakie, sondern mehr so eine Unverträglichkeit sozusagen, dass man einfach merkt, wenn ich was in die Richtung esse, reagiert der schon sehr stark drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich mal was mit Brot esse, ich direkt irgendwie vom Stuhl kippe und man... Also es ist eher so eine Weizensensitivität, heißt es, glaube ich. Genau, also es ist auch irgendwie verteilt einfach auf sehr viele Lebensmittel. Deswegen ist es jetzt nicht... Ich sage halt meistens der Einfachheit halber, wenn Leute fragen, hey, was können wir denn machen? Du bist schon kompliziert genug, wenn du sagst, es ist Laktose und Gluten. Oder bitte vegan und glutenfrei. Hier in Berlin ist easy, aber wenn du woanders hinkommst, die Leute fassen sich halt an den Kopf. Ne? Und deswegen, dann ist es okay, gut, du wirst es nicht noch komplizierter machen und sagen, also grüne Paprika ist schwierig, Avocado ist schwierig, dann kann ich 10, 20 Obstsorten gehen auch den ganz schwer. Ja, den nicht. Es ist auch kein, es ergibt auch keinen Sinn bei mir. Ich kann Brokkoli und keinen Blumenkohl zum Beispiel, wo du denkst, sieht sehr ähnlich aus. Ist es nicht das gleiche? Nein. Ja, also es ist irgendwo sehr komplex und schwierig und ich bin immer noch dabei, da ein bisschen zu testen. Genau, zu schauen, was geht und was nicht. Ich glaube, ich bin die Einzige in der Runde, die nicht über einen Arzt gegangen ist, wirklich. Also ich habe ja auch im Grunde mit Anfang der Pubertät ging es bei mir los, dass mein Magen irgendwie verrückt gespielt hat. Und mein Papa hat damals gesagt, du mach dir keinen Kopf, das ging mir auch so. Ich hatte auch ein bisschen mit dem Magen zu tun. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du wächst. Und das hatte ich irgendwie auch im Hinterkopf, dass ich dachte, naja, es ist halt normal. Und auch bei uns in der Familie ist es normal, dass wir alle so ein bisschen mit dem Magen-Darm-Trakt-Problem haben. Meine ganze Familie sitzt wahrscheinlich jetzt da und denkt sich, oh, ey, das erzählt sie im Internet. Aber tatsächlich, meine Familie ist so, yes, genau, erzählt. Nee, aber tatsächlich, wir Mädchen, also meine Mama, meine Tante und meine Omi und so weiter, wenn wir uns treffen, erzählen wir uns immer erstmal unsere Klogeschichten. Mhm. Weil das sind ja auch so Sachen, das kannst du keinem anderen erzählen. Das ist echt die Katastrophe. Und deswegen habe ich das so als Normalität empfunden, weil es hatten irgendwie alle ja auch um mich rum. Und irgendwann dann auch im Studium habe ich gedacht, ich habe so die Schnauze voll, dass ich jeden Tag auf Klo sitze und mir geht's so schlecht. Oder auch zu Besuch bei Leuten bin und dann bist du diejenige, die eine halbe Stunde im Bad verschwindet. Und du weißt ganz genau, scheiße, wenn ich jetzt wieder rauskomme, was sage ich? Überspiele ich das jetzt irgendwie? Ich muss erstmal lüften, oh Gott, das ist schrecklich. Also es ist wirklich, das ist ja auch mit so viel Scham verbunden einfach. Total. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt reicht's mir. Und dann bin ich auch, ich habe zu dem Zeitpunkt in Leipzig studiert, bin ich da zum Arzt gegangen und habe irgendwie auch gesagt, ja, ich habe so ein bisschen mit dem Magen zu tun. Ich war in meiner Heimatstadt auch noch beim Arzt vorher und die fing halt an, ja, es ist so eine kleine Entzündung, die ist aber am Abklingen, das ist kein Problem. Deswegen habe ich auch wieder gedacht, naja. Und der hat eben sich das alles so angehört und meinte, naja, das ist ja jetzt schon ein bisschen über 10 Jahre, also vielleicht sollten wir da mal was machen. Und fing halt auch, wir können eine Darmspülung und eine Magenspülung mal machen und so. Und ich,
können wir irgendwas anderes machen? Weil das wirklich meine absolute Horrorvorstellung war. Und hat er gesagt, na, wir können so eine machen? Eliminationsdiät, genau. Und dann haben wir im Grunde angefangen. Ich habe dann eine Woche lang nur Gemüse gegessen, bin wieder hin und er sagt, und wie geht's dir? Und ich so, super, kein Problem, alles gut. Dann haben wir Obst dazu genommen, dann haben wir Milchprodukte dazu genommen, das ging alles. Und dann nachher ging es los halt mit Kartoffeln und Reis und da meinte er auch, das ist halt auch so scheiße. Ich kann zum Beispiel auch nicht sagen, ich habe eine Glutenintoleranz, weil Reis ist auch problematisch und dann haben wir eben auch so sozusagen rausgekriegt, so Stück für Stück, ja, Kohlenhydrate. Der Witz ist aber auch, das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin mit meinem Liebsten und wir gehen 20 Kilometer am Tag spazieren, was wir gerne machen, dann kann ich auch abends oder mittags so ein bisschen sozusagen Sättigungsbeilage essen. Da passiert gar nichts. Ja, genau, weil mein Körper das dann wahrscheinlich verarbeiten kann, aber keine Ahnung. Also ich war ganz froh, dass dieser alte Mann, der ein Jahr später in Rente gegangen ist, da einfach sich die Zeit genommen hat und diesen Quatsch so mit mir durchgegangen ist, weil ich einfach dann trotzdem rausgekriegt habe, was ich vertrage und was nicht so, aber eben nicht durch so eine Darmspiegelung gehen musste. Ich glaube auch wirklich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte über das Thema, dass viele sagen, oh, ich würde es auch gerne mal rauskriegen, was bei mir eigentlich das Problem ist, aber so davor habe ich Schiss. Ich möchte das an der Stelle nur ganz kurz dazwischen sagen, wegen der Darmspiegelung. Ja. Ich hatte auch wahnsinnig Angst davor und war auch immer so, oh Gott, als der Gastroenterologe, der war sogar so direkt so, ja, hier, da haben Sie Ihr Zeug, morgen kommen Sie wieder. Also gar nicht mal mit Zeit, wo du überlegen konntest oder dich darauf einstellen konntest. Es war im Nachhinein gut, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nur noch mehr Panik bekommen. Ja. Aber es ist weniger schlimm, als man sich das vorstellt. Also es ist unangenehm, aber du weißt dann halt auch im Nachhinein, du hast eine Klarheit darüber, was ist wirklich Sache. Und letzten Endes, wenn du ohnehin schon die ganze Zeit mit dem Magen Probleme hast oder mit dem Darm Probleme hast, dann hockst du halt einen Tag lang ein bisschen länger auf Klo. So, das ist, letzten Endes ist es das. Ja. Ne? Und wenn du dann im Nachhinein halt irgendwie... Ja. Also ich fand auch, das Schlimmste an der Magen-Darm-Spiegelung war eigentlich, dieses Zeug zu trinken. Ich hatte fast gekotzt davon. Also das wirklich, also dieses Zeug trinken. Ich habe meine Mama angerufen, Mama, ich kann nicht mehr. Das war so schlimm. Und ich habe echt, also ich habe dieses Zeug getrunken. Das war wirklich das Schlimmste. Und dann... das auf dem Klo sein war überhaupt nicht mehr schlimm, weil das bist du eh gewohnt. So. Ich hatte so viele Anekdoten über diesen Tag zu erzählen. Ich musste, bevor ich bei dem Gastroenterologen ankam, so dass das Stück dahin, es war irgendwie, ich musste eine Viertelstunde Bahn fahren. Und dann bist du an dem Tag eh schon so, dass, also es kommt schon nichts mehr, nur noch Wasser und sowas. Und bist du jetzt halt so, hier ist keine Toilette drin und ich, du musst da rechtzeitig hinkommen. Ja, es ist eine sehr weirde Situation. Ja. Ich glaube, letztendlich ist der medizinische Weg wahrscheinlich auch für die meisten der beste. Ich wollte das nur noch mal so einstreuen, weil ich weiß, dass vielleicht einige sich lieber gar nicht damit auseinandersetzen, weil sie so eine Angst davor haben, anstatt sozusagen mal so einen Weg auszuprobieren. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt eben schon ein bisschen gehabt, so mit Scham besetzt und so. Gab es in der Zeit, wo ihr das festgestellt habt, dass es mehr wurde und unangenehm war, Leute, mit denen ihr drüber sprechen konntet? Oder habt ihr versucht, das möglichst mit euch selbst auszumachen? Also wir hatten sozusagen Familiensitzungen über das Thema. Aber es gab auch echt wenig Freunde, mit denen ich das so kommunizieren wollte. Also ich, klar, mit meinem Partner habe ich es irgendwie kommuniziert, natürlich. Und der kriegt es ja auch mit. Und ich habe das schon oft dann auch Freunden gesagt, dass ich das nicht vertrage oder so. Gut, bei mir haben es auch viele verstanden, weil also vor allem dann mit der Fructose und dem Sorbit, weil ich halt im Studium Ernährung und da checkt das irgendwie jeder. Ja. Die wissen, was da vorgeht und was es ist. Ich glaube, das war schon gut. Ich habe es auch meiner Familie und so gesagt. Ich fand es nur manchmal ein bisschen schwierig, weil die dich dann manchmal ein bisschen aufziehen teilweise. Und du mit deinen komischen Ernährungsgewohnheiten. Ja. Und da bist du dann eh schon so, oh, ich weiß, ich würde so gerne jetzt irgendwas essen, was ich nicht essen darf. Zum Beispiel bei mir ist auch ganz, was mich eigentlich am meisten stört, ich vertrage Kaffee nicht so gut. Und es ist immer so... also ich gönne es mir oft tatsächlich, aber das ist immer so... irgendwie willst du jetzt, hast du voll Bock auf einen Kaffee... Ja. Und du weißt, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, dann ist schlecht. Ja. Und dann lässt es halt lieber. Und dann ist es halt schlecht, wenn dann wirklich andere Leute um dich rum sind. Und also das finde ich echt schwierig. Aber du machst das auch. Ne? Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen seltsam, aber ich habe auch echt so Tage, wo ich denke, ich habe auch keine Lust, die Schwierige zu sein. Ist mir heute egal. Ja, ich mache das einfach. Ich muss dann aber dann so gucken, dass ich das time, dass ich weiß, okay, wenn wir jetzt heute Abend noch essen gehen zusammen, dann fahre ich ja danach nach Hause. Das ist ja dann nicht so schlimm. Ja, genau. Wenn ich natürlich am Anfang des Tages was esse, was ich nicht vertrage, dann könnte das unangenehm werden. Aber ich habe echt so Tage, wo ich denke, es ist mir heute egal. Ich habe keine Lust. Ja, okay. Ich mache das auch abhängig davon, so irgendwie.
schläft mein Freund neben mir oder schlafe ich heute Abend alleine zu Hause? Wie dramatisch ist das gerade? Weißt du, das ist auch, wenn du Leute neu kennenlernst, gerade so dieses Schamthema. Inzwischen sehe ich das alles ein bisschen entspannter, aber früher, als ich noch jünger war, war das auch immer so ein... Da darf jetzt nichts passieren. Und du schläfst einfach die ganze Nacht nicht. Und je mehr du dich anspannst, desto schlimmer wird das auch noch. Und dein Bauch ist so... Und die Person neben dir wacht am nächsten Morgen auf und ist total... Ach ja, und gut geschlafen. Und weiß nicht, dass du ungefähr 25 Mal aufgestanden bist, um zu lüften. Oder so, um heimlich aufs Klo zu schleichen. Das ist auch... Oh, mein früherer Freund hatte auch eine super hellhörige Wohnung. Oh nein. Aber spätestens danach... er war damals dabei, als diese Vorbereitung für die Magen-Darm-Spiegelung lief. Spätestens danach war das kein Thema mehr. Nee, aber ich bin inzwischen auch, ich rede mit meiner Familie da offen drüber. Ich hatte das auch schon im Umfeld, gerade als ich jünger war noch, hatte ich das Gefühl, dass die Leute da irgendwo so ein bisschen, was sind jetzt hier Sache und blöde Sprüche bringen und so. Aber was ich sehr angenehm finde inzwischen, also erstmal gehe ich sehr offensiv um mit dem Thema. Und ich hatte das auch letztes Jahr, dass ich an einem Filmset sozusagen war für ein Projekt und da mehrere Leute damit zu tun hatten und irgendjemand wurde das auch offensiv angesprochen und dann, wenn ich dann immer zum Dreh kam, kam schon immer direkt jemand auf mich zu und gesagt, hey, ich habe gehört, ihr redet ja ganz offen über Blähungen, also ich habe geguckt, das und das. Und so, ich muss das auch mal sagen. Wir waren dann am Ende so eine große Selbsthilfegruppe. Die Blähungsgruppe, sehr schön. Ich fand das sehr cool. Ja, ich finde, so sollte man halt irgendwie auch damit umgehen. Ja, finde ich auch. Das halt nicht so, aber es braucht halt Zeit, finde ich. Also ich konnte das am Anfang überhaupt nicht kommunizieren und jetzt geht das auch viel, viel besser. Aber es ist halt, ist nicht so einfach, finde ich. Für meine Bachelorarbeit habe ich eine Umfrage gemacht und da haben auch ganz, ganz viele geschrieben, dass sie teilweise nicht mehr rausgehen, weil sie Angst haben, keine Toilette zu finden, wenn irgendwas ist. Und wenn das dich dann schon so einschränkt, dass es so einfach, weil die sich so schämen, dann aufs Klo zu gehen auch oder auch bei Freunden oder sowas und dadurch leiden ja auch die sozialen Beziehungen und alles. Das ist so, es ist echt... Ach, das ist so ein schlimmes Thema eigentlich. Ich merke halt auch, dass ich vor allem in meinem Freundeskreis witzigerweise Leute habe, die ähnliche Probleme haben, sodass da irgendwie auch die Hemmschwelle nicht mehr so groß ist, weil die kennen das. Und Tipp an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung einschreiben muss, aber wenn ihr ein Problem damit habt, bei euren Freunden aufs Klo zu gehen, es gibt so eine Sprays, die man vorher ins Klo macht und die machen, dass es nicht riecht. Nur so. Also das ist wirklich was ich tatsächlich mit mir rumschleppe. Ich schlafe jetzt auch gerade bei Hella. Ich habe das auch mit in meine Waschschüssel geschmiert, weil ich dachte, wer weiß? Weil es einfach, es hilft einem so ein bisschen auch, sich zu entspannen. Ich glaube, das ist ja auch so die Problematik. Dann bist du irgendwo und dann denkst du darüber nach und dann wird es sowieso schlimm. Aber wenn du denkst, ich bin vorbereitet. Dann und ist es ist ja was nicht. Ganz Natürliches. Jeder von uns geht aufs Klo. Ja. Und das ist einfach, aber es ist tatsächlich sehr mit Scham. Ich glaube auch vor allem bei uns Frauen ist das nochmal mehr ein Thema als bei den Männern vielleicht. Ja, dass man schon so typische Gender-Klischees hat und so dieses Frauen pupsen nur Schmetterlinge und Regenbögen. Und klar, und du bist direkt unattraktiv, wenn das... Ne? Also da spielt ja da auch wieder ganz viel mit rein. Es hilft auf jeden Fall, sich mit Leuten zu umgeben, die mit dem Thema umgehen können, die das nicht schlimm finden, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich bin so dankbar dafür, dass wenn ich eine Weile im Bad verschwinde, dass mein Mann irgendwann kommt und anklopft und sagt, geht's dir gut? Nur einfach, um zu checken, ob ich irgendwie abgeklappt bin oder so. Ja. Und dann lässt er mich aber auch in Ruhe. Ich sage, ja, alles gut. Dann weiß er Bescheid, okay, sie lebt noch. Ist auch ein guter und lässt Filter mich in Ruhe voll. Und für Leute um sich rum. Wenn jemand sich da irgendwo querstellt oder dir Stress damit macht, dann kannst du mal die Freundschaft überdenken. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst oder nicht, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in den letzten Jahren das mehr geworden ist mit den Intoleranzen. Also ich weiß zum Beispiel in der Generation von meinem Opi, seine Geschwister und so weiter, die haben das gar nicht. Also die haben nichts, was sie nicht vertragen, es ist alles in Ordnung. Und ich habe mal gelesen, auch schon ewig her, dass die Generation, die sozusagen in der Wachstumsphase, bevor die Pubertät so richtig losgeht, gehungert haben, dass der Magen besser ausgebildet ist, weil er auf so eine Mangelerscheinung sozusagen vorbereitet ist und dann irgendwie besser bereit ist, alles zu verarbeiten, was er irgendwie kriegt. Ist das so, dass es heutzutage, weil wir einfach mehr Nahrungsangebot haben, es mehr solche Intoleranzen gibt? Also ich denke schon, dass da auf jeden Fall was mit reinspielt. Ja. Vor allem, weil halt auch jetzt viel mehr Zusatzstoffe und sowas drin sind. Man hat ja überall, dann steht zuckerfrei drauf, dann ist aber Fructose drin und sowas. Man nimmt viel mehr Fructose, Laktose und so weiter zu sich. Das heißt, es ist so, dass man verträgt halt nur 25 bis 50 Gramm Fructose pro Stunde ungefähr. Und pro Stunde? Also das kann der Körper dann pro Stunde kann der Körper ungefähr 25 bis 50 Gramm abbauen. Und wenn es mehr wird, ist es eine Belastung. Genau. Okay. Also und das ist beim gesunden Menschen so. Und bei unter 25 Gramm spricht man eben von einer Fructoseintoleranz. Okay. Und deswegen, ich glaube, dass
du nimmst halt viel mehr zu sich. Also wenn du einen Liter Apfelsaft trinkst, ist es ganz normal, dass du danach aufs Klo musst, weil du eben diese Menge überschritten hast, also wenn du schnell trinkst. Und also ich glaube, das liegt einmal daran. Und dann hat man ja viel mehr Angebot. Man hat viel mehr glutenfreie Produkte und auch laktosefreie Produkte. Fructose gibt es leider noch nicht so viel, finde ich. Schade eigentlich. Genau. Bestimmt auch noch. Aber ich glaube, dass dadurch viele auch mehr motiviert sind, das zu testen und dann feststellen, ach, da ist ja doch was irgendwie. Und da vielleicht. Besser. Und es wird auch mehr darüber gesprochen. Früher war das so, du hast Bauchschmerzen, dann hast du es aber am liebsten gar nicht gesagt, weil dann giltst du als Memme oder was auch immer. Das war einfach früher eine andere Zeit und heute geht man damit viel offener um, Gott sei Dank. Man beschäftigt sich irgendwie auch mehr mit der Ernährung. Jetzt mal abgesehen auch von Intoleranzen, viele machen sich eben auch Gedanken, was kann ich essen, aber was möchte ich auch essen? Also Thema vegan oder vegetarisch, dass man sagt, ich entscheide mich bewusst dafür, das und das nicht mehr zu essen. Ja. Irgendwie sind wir ein bisschen, habe ich das Gefühl, wacher auch dafür, was tut uns gut und was ist gut für unseren Körper, was vielleicht nicht so. Ja. Bei den glutenfreien Produkten muss man echt aufpassen, weil wenn man das eine Zeit lang macht oder zu lange macht, dann können sich die Zotten tatsächlich auch, also dann kann man eine Zöliakie entwickeln oder eine Glutensensitivität bzw. Weizensensitivität kann man entwickeln. Also da muss man echt aufpassen, wenn man das eigentlich verträgt. Man kann es schon mal austesten, 2 bis 3 Wochen oder so. Aber wenn man dann feststellt, eigentlich macht es jetzt keinen Unterschied, dann bitte wieder damit anfangen, weil sonst kann man es dann tatsächlich entwickeln. Und wenn man selber so eine, jetzt, wir haben ja beide keine Zöliakie, aber wenn man merkt, man ist da sensitiv drauf und man, es ist dann eigentlich eine gute Sache, dass man ab und zu mal sagt, ist mir heute scheißegal, ich esse das heute, weil man dann das sozusagen nicht schlimmer werden lässt oder ist das Quatsch? Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, da ist auch die Forschung noch nicht so richtig weit, aber ich glaube schon, dass es nicht unbedingt schlecht ist, wenn man mal sagt, hey Körper, hier hast du mal. Genau, wir gucken mal. Kennst du doch, oder? Ja. Komm. Genau, ist auch zum Beispiel, also bei Gluten weiß ich jetzt nicht, wie das ist oder wenn man so eine Sensitivität hat, aber ich weiß, bei Fructose ist es ganz wichtig, dass man nach dieser Karenzphase, normalerweise macht man ja, wenn man diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten festgestellt wurden, dann verzichtet man so 4 bis 6 Wochen darauf. Aber es ist ganz wichtig, dass man die Fructose wieder zu sich nimmt, so nach 3 bis 4 Wochen, weil der Körper nämlich sonst tatsächlich weniger verträgt wird. Gibt es sonst irgendwas, was euch hilft, so jetzt im normalen Umfeld? Also ich merke, dass wenn ich zu Hause für mich koche, ich kein Problem habe. Weil im Grunde am Anfang, wenn man feststellt, oder als ich festgestellt habe, scheiße, ich vertrage so bestimmte Sachen nicht, hat es einfach ein bisschen gedauert. Also die Anfangszeit ist schwierig, aber irgendwann hat man so ein Kontingent, finde ich, an Rezepten, die funktionieren, die man gerne isst und die kocht man dann einfach so im Wechsel. Wie wahrscheinlich jeder normale Mensch auch, nur eben mit anderen Zutaten. Für mich wird es halt immer schwierig, wenn ich dann mit Leuten essen gehe. Man redet irgendwie, wo wollen wir was essen, wo wollen wir was bestellen, wenn zu jemandem zu Besuch kommt. Gibt es irgendwas, was euch hilft? Kocht ihr vor? Nehmt ihr was mit? Kommuniziert ihr? Wie macht ihr das? Bei mir ist es so, dadurch, dass ich bin ja wirklich, ich wollte gerade sagen, ich bin auf sehr vielen Ebenen kompliziert. bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich unterwegs bin, ich bin auch immer so in dieser Zero-Waste-Ecke ein bisschen unterwegs und möchte ohnehin eigentlich am liebsten, wenn es irgendwo geht, halt nicht beim Bäcker einkaufen oder nichts mit super viel Plastik. Und da spielt halt vieles schon zusammen, dass ich dann sage, okay, ich bereite mir ohnehin irgendwas vor. Also wenn ich jetzt irgendwo eine lange Bahnfahrt vor mir habe, dann bin ich immer mit meiner Tupperdose am Start und habe da hier mein eigenes Essen mit dabei. Dadurch ist das entspannt. Und wenn ich essen gehe, ist es meistens so, dass ich halt nur auf, also hauptsächlich auf vegan achte. Und wenn, das ist so dieser Fall, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben, so dann hast du halt eine Mahlzeit am Tag. Okay, wenn es geht, glutenfrei. Aber wenn man jetzt gerade beim Italiener sitzt, dann ist das halt schwierig. Man hat ja auch nicht Lust auf Salat. Und zum Salat kriegst du ja auch wieder Brot dazu und alles. Ja, und das ist wirklich, bei manchen Sachen ist es schwierig. Ich versuche immer dazu zu plädieren, dass man irgendwie asiatisch essen geht. Das geht immer, das geht sehr gut. Oder irgendwas mit Kartoffeln geht auch. mit der Zeit hat man dann so ein bisschen einen Riecher dafür, was passt. Oder ganz häufig koche ich einfach auch zusammen mit Freunden, sodass... Aber es geht dann meistens auch. Ne? Es geht ja auch immer nicht darum zu sagen, okay, es muss jetzt alles zu 100% perfekt so sein, dass kein Zipperchen mehr im Bauch ist oder sowas, sondern dass man halt irgendwo sich den Alltag ein bisschen erleichtert. Und ja, ich glaube, da haben wir auch einfach Glück. Ich glaube, wenn man so richtig krass Zöliakie hat, dann sieht das, glaube ich, nochmal ganz anders aus. Da kannst du halt nicht also sagen. Das ist, genau, wenn es wirklich... Da haben wir wahrscheinlich auch noch einen guten Fall. Es sind jetzt bestimmt welche die sagen, ich kann das nicht machen. Ihr seid ja lustig. Ja. Ja, da musst du wahrscheinlich mehr tuppern. Ja, wahrscheinlich. Gibt es irgendwas, was dir hilft, wo du sagst, oh ja, das ist was Cooles, das funktioniert ganz gut? Also ich
dachte immer so ein bisschen, so bis vor Weihnachten dachte ich eigentlich so, naja, so viel mache ich daheim auch nicht und deswegen kann ich es von anderen nicht verlangen, dass die für mich so kochen, weil also es ist schon so, so in der Familie so, die achten dann schon drauf, dass da keine Zwiebeln drin sind oder so, weil Zwiebeln bei mir gar nicht so gehen. Aber oder dass laktosefrei ist, das schauen die schon. Aber ich sag immer, ich kann das nicht verlangen von den Leuten, dass sie peinlich genau darauf achten, wenn ich es selber nicht mache. Mhm. Und dann waren wir Weihnachten eben bei auch bei meiner Familie und da haben wir dann, da habe ich dann gar nicht drauf geachtet. So, dann haben wir Käsefondue gegessen und Raclette und keine Ahnung was. Und der Körper so. Und, wow. Ja, also ich habe dann so eine Kugel gehabt wie du. genau. Und dann haben sie gesagt, ja. Dann habe ich dann gesagt, hier, seht ihr mal, wie es aussieht bei mir. Darf ich vorstellen, ich bin mein Glutenbaby. Ja, genau. Oder mein Laktosebaby. Ja, genau. Ja, und dann haben sie auch mal kapiert, wie das bei mir sich auswirkt, was auch krass ist, weil das ist sonst nicht sichtbar. Ja. Du siehst das nicht, aber das siehst du halt. Das ist auch so interessant, weil du den Bauch gerade ansprichst. Ich finde das so faszinierend andersrum. Ich hatte gar kein Gefühl dafür, wie mein Körper eigentlich normal aussieht, wenn das mal nicht da ist. Oh, wo ich mir immer dachte, so, ja, okay, ne, das ist... irgendwie ansonsten alles so, das ist ja cool. Und dann, aber dann hast du da so eine Plauze manchmal am Start und so, was ist das denn? Ich habe uns heute einen großen von der Nudeln gegessen. Ja, bist du dann halt auch, bist du dann begreifst, ja, nee, ich habe jetzt nicht zugenommen und muss jetzt unbedingt abnehmen oder irgend so ein Kram, ne, den man sich halt manchmal einredet, sondern okay, es liegt daran. Und dann, ich finde das auch manchmal krass, wenn du das gegessen hast, wie du abends aussiehst und dann am nächsten Morgen ist es wieder so, so, okay, gut. Was ist hier passiert? Okay. Ja. Über Nacht. Ja. Aber bei mir war das jetzt auch in der Karenzphase so, da habe ich, also ich habe erstmal voll abgenommen, weil ich hier keine Kohlenhydrate mehr genommen habe, aber so nach 2-3 Tagen habe ich mich so dünn gefühlt, das habe ich nicht. Also auch in der, ich fand das in der Bewegung so krass, dass mein Bauch nicht mehr ständig irgendwie so, mir unangenehm war, weil ich finde auch, wenn der so aufgebläht ist, es tut einem ja auch weh und dass ich plötzlich in der Bewegung gemerkt habe, irgendwie, ich fühle mich viel besser. Ich meine, es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man jetzt mal absieht von dem Ganzen, oh Gott, da muss man gucken, was man isst, bla bla bla, aber wenn dann der Punkt kommt, wo man so ein bisschen für sich ein System gefunden hat, wie gut man sich plötzlich fühlt, wenn endlich diese Bauchschmerzen weg sind, wenn man so ein bisschen besser einschätzen kann, welches Risiko man eingeht und an welchen Tagen, okay, heute will ich keine Bauchschmerzen haben, also esse ich das und das und das nicht. Was mir hilft, ich komme ja aus dem Norden und im Norden ist es so, also zumindest bei mir in der Familie, dass viel Liebe übers Essen gezeigt wird. Das heißt, für meine Omi zum Beispiel war das ganz, ganz schwierig, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr essen konnte. Für meine Eltern war das super, super schwierig und die waren auch zwischendurch frustriert und haben so, oh Mann, ey, du kannst echt gar nichts mehr essen. Aber inzwischen hat sich das so ein bisschen sortiert. Jeder weiß so ein bisschen, was ich gut vertrage und was nicht. Und ich habe jetzt sozusagen, weil ich ja weiß, wie sich das anfühlt, weil man immer der Schwierige im Raum ist, der so, das kann ich nicht und das kann ich auch nicht. Und ich koche halt so gern für Leute, habe ich tatsächlich in meinem Handy Listen angelegt für meine Freunde, wo draufsteht, was sie nicht vertragen. Lisas Liste ist sehr lang. Ich habe wirklich, also wenn ich merke, wenn mir jemand mir sowas erzählt, das vertrage ich nicht so gut, dann schreibe ich mir das gleich auf, weil ich weiß, okay, wenn ich hier einen einlade zum Essen, dann muss ich nicht mehr vorher diese unangenehm, warte mal, was war das jetzt alles, was du nicht verträgst? Was sich so wieder in der Position Freundin des Planeten macht, möchte ich mal kurz anmerken. Ja, aber es ist halt auch schon nicht mal nett, wenn man das nicht nochmal vorher großartig kommunizieren muss, sondern wenn man einfach irgendwo hinkommt und weiß, die wissen das und wenn ich jetzt was esse, dann ist da kein Scheiß drin. Und wenn man dann auch den Freunden so vertrauen kann, weil du dich ja auch selber auskennst, dass du dann wirklich weißt, oder ist wirklich nichts drinnen. Hühnchen ist doch vegetarisch, oder? Das ist wahrscheinlich was man in Bayern hört. Oh Gott, das kriegt bestimmt Hasskommentare, tut mir leid. Ja, wir kommen beide aus Bayern, ist okay. Du hast die Absolution, die bayerische Absolution. Wir haben uns vorher schon darüber unterhalten, dass jetzt durch die Schwangerschaft Sachen so ein bisschen anders sind, dass ich andere Sachen essen kann und komischerweise Sachen, die ich vorher gegessen habe, gar nicht mehr. Und das finde ich auch spannend, dass ich das dann komplett nochmal wandle, wie das zusammenhängt. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich der ein oder andere Arzt von denen da draußen wissen. Aber zum Beispiel kann ich jetzt ab und zu sehr gut Brot essen und habe keine Probleme. Aber Obst und Gemüse ist halt mega schwierig. Alles an Obst und Gemüse ist eklig. Ich bin da, glaube ich, auch wirklich eine von denen, die schwierig sind mit dem Essen. Ich kann dir aber sagen, woran das liegt. Das liegt nämlich am Immunsystem. Okay. Dass das Immunsystem während der Schwangerschaft sich ein bisschen zurückfährt, weil sonst könnte es sein, dass das Baby quasi abstoßt. Das fährt dann so zurück und dadurch werden deine Intoleranzen weniger. Aber ich habe es auch schon, ich kenne auch Leute, die haben tatsächlich, die sind schwanger geworden. Also ich kenne eine, die ist schwanger geworden, die hatte auch das, was ich habe. Hatte das danach gar nicht mehr. Dann ist sie mit dem zweiten schwanger geworden, hat das wieder. Guess who's back? Wir brauchen ein drittes Kind.
Verdammt. Naja, hoffst du. Wer weiß, was du dir damit anhast. Ey, ich brauche ein Ausgleichskind. Entschuldigung. Lass uns unseres Kind kriegen. Ich will den Scheiß nicht mehr. Ich bin auch echt gespannt, wie sich das dann danach entwickelt. Ich habe das auch überhaupt nicht... Ich habe halt nur gemerkt, dass so im ersten Drittel ging es mir ja ziemlich mies mit Übelkeit und so weiter, dass ich nur Lust hatte auf Brot und dachte, du, oh Gott, das, ich traue mich nicht. Und was ist, wenn was passiert? Und dann habe ich das wirklich tot getoastet, dass es mehr Zwieback war als alles andere. Und habe festgestellt, scheiße, doch, das geht. Ich kann das essen. Ja. Und habe ja, ich glaube, die ersten Wochen fast nur vom Brot gelebt. Ja. Was absurd ist, weil vorher habe ich fast nur von Gemüse gelebt. Ja. Und das geht halt momentan gar nicht. Manchmal ist es auch spannend, so zu sehen, dass es so bestimmte Sachen sich schon als Kind angekündigt haben, die man nicht so gerne gegessen hat, die jetzt später sozusagen die Intoleranz geworden sind. Tatsächlich, zum Beispiel, ist bei mir auch ganz viel. Diese Liste, die du hast von mir, locker irgendwie 70% davon sind Sachen, die ich ohnehin nicht mag. Ja. Ich habe zum Beispiel als Kind schon Paprika, okay, ich war jetzt kein mäkliges Kind, ich habe das alles gegessen, aber gerne nicht. Heute merke ich, ich vertrage es auch nicht so gut. Ja. Und als Kind habe ich auch schon meinen Toast am liebsten so richtig tot getoastet, wahrscheinlich auch, weil ich das besser vertrage. Das finde ich auch spannend, dass man da auch manchmal so ein bisschen dann sieht, okay, das ergibt Sinn, dass es vielleicht damit schon zusammengehangen hat. Genauso wie Kinder eben auf Pommes stehen, weil da nichts mehr drin ist, was irgendwie für den kleinen Organismus schwierig sein könnte. Man sollte da schon auf seinen Körper, glaube ich, hören, dass man... einfach das ist, worauf man gerade Lust hat, irgendwie, was der Körper einem sagt. Und wenn möglich, wenig Fertiggerichte, weil da eben Zucker drinnen ist und alles mögliche. Aber irgendwie finde ich es auch, und jetzt wieder vorsichtig an die Leute, die wirklich sehr darunter leiden, ich finde es auch irgendwie ganz gut, dass ich ein bisschen mehr gezwungen bin, darauf zu achten. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, mit dieser Erkenntnis, okay, ich vertrage bestimmte Sachen nicht, habe ich mich viel mehr damit auseinandergesetzt, was kann ich eigentlich, was ist gut für meinen Körper, was ist gesund, womit fühle ich mich gut, das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht, da hätte ich gesagt, ach, ist das jetzt einfach so. Und das ist so der kleine Licht, den ich so immer habe. Wenn man das positiv sehen will, ja, dann geht das auf jeden Fall. Ja, das dass man so ein bisschen sich besser damit auseinandersetzt, ja. Und man sollte auch ein bisschen diese psychische Komponente, sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen, finde ich, weil das ist ja einmal, zum einen ist es so psychisch belastend, weil du ja zum Beispiel mit deinen Freunden und du musst immer darauf achten, was du isst, dann hast du immer, ja, wo ist die nächste Toilette? Genau, einfach diese körperliche Belastung, die sich dann auch psychisch widerspiegelt. Und du hast auch teilweise bei manchen Intoleranzen auch ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel eine Depression zu bekommen oder sowas. Echt? Ja. Es ist bei Fructose, also es heißt ja eigentlich Fructose-Malabsorption, ist es sogar nachgewiesen, dass es so ist. Das ist ja krass. Ja. Wenn man dann diese Fructose isst und die nicht verstoffwechselt werden kann, das ist dann irgendwas mit den Hormonen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber... Aber krass, ne? Wie wenig man eigentlich eine Ahnung hat, wie das alles zusammenhängt. Es ist auch so komplex, einfach gefühlt hängt alles mit allem zusammen und du merkst dann halt auch manchmal, wenn du eine Baustelle angehst, wie eine andere mit betroffen wird davon, wo du gar nicht damit rechnest, dass aber die wieder, was miteinander zu tun ich hätte haben die Baustelle nicht angegangen, wenn ich nicht Probleme gehabt hätte. Und jetzt sozusagen den Weg zu gehen und dann zu begreifen, mir geht es auch körperlich und psychisch besser. Auch bei vielen Sachen so, das geht überhaupt, da lässt sich überhaupt dran rütteln. Ne? Man nimmt dann doch vieles so als gegeben hin und denkt sich, ja okay gut, dann ist das jetzt halt so, dann habe ich halt ständig Schmerzen, dann habe ich halt ständig schlechte Laune. Oder und schneller nicht, dass ich eigentlich eine Blinddarmentzündung habe. Ich finde das nach wie vor so krass. Ja. Weißt du das zufällig, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe da Probleme, ich merke, dass ich irgendwas nicht vertrage, aber ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn man sich jetzt nicht damit auseinandersetzt und einfach so weiterlebt, wird das schlimmer mit der Zeit? Oder? Also bei Gluten, also Zöliakie ist auf jeden Fall, da muss man sich so ernähren. Bei Laktose, Fructose, also ich würde schon sagen, dass es... wenn man jetzt das komplett ignoriert, dann schädigt man ja eigentlich seinen Darm. Kann das schon schlimmer werden? Also vor allem bei einer Fructoseintoleranz ist es auch so, dass wenn das dann nicht verstopfwechselt werden kann im Dünndarm, dann geht das in den Dickdarm und dann kommen ja da die Blähungen. Ja. Also so, das passiert ja. Und wenn das über eine längere Zeit ist, wird es immer schlimmer. Und dann kann es sein, dass diese Klappe, die zwischen Dünn- und Dickdarm ist, aufgedrückt wird und die Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm gehen. Und das heißt dann Dünndarmfehlbesiedlung. Und Dünndarmfehlbesiedlung, das klingt sehr im Dickdarm sind halt viel, viel mehr Bakterien als im Dünndarm. Okay. Und das ist dann eine Dünndarmfehlbesiedlung, die kann man auch theoretisch feststellen, macht aber fast kein Arzt, glaube ich. Okay. Also es ist ein bisschen schwierig, ist auch noch nicht so erforscht. Aber das kann man eben dann dadurch bekommen und diese Dünndarmfehlbesiedlung, dann verträgst du fast noch weniger. Weißt du, was ich gerade denke? Wahrscheinlich hätten Lisa und ich weniger Probleme, wenn wir uns früher damit auseinandergesetzt hätten.
Also ich meine, du hast jetzt, ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber ich habe ja wirklich über 10 Jahre gebraucht, ja, um zu raffen. Das ist nicht normal. Wahrscheinlich hätte ich mehr Sachen, die ich essen könnte, und es wird mir insgesamt irgendwie leichter fallen mit der Ernährung, wenn ich einfach früher mich darum gekümmert hätte. Aber das ist, wie willst du auch drauf kommen? Also ich hatte das mein Leben lang, ich hatte das als Baby schon, dass meine Eltern gesagt haben oder so irgendwie auch auf mich reagiert und sonstige Sachen. Ne? Und wenn du das nicht anders kennst, also da muss ja irgendwoher auch erstmal die Initialzündung kommen. Und ja, ich denke mir, wir sind ja trotzdem noch relativ früh in unserem Leben so als junge Menschen draufgekommen. Ja. Wenn ich mir das angucke, meine Eltern sind beide so Mitte, Ende 60. Die haben sich damit nicht auseinandergesetzt. Ja. Und wenn ich mir die beiden angucke, die haben halt sehr ähnliche Symptome häufig wie ich. Und sagen dann aber auch, ja, ne, es ist, wir sind zu alt, jetzt da noch was umzustellen. Die haben auch keine Lust mehr. Das ging jahrelang gut und dann hat man auch keine Lust mehr. Und das ist, und die quälen sich rum mit Bauchschmerzen und allem und sowas, ne? Aber dann, deswegen finde ich eigentlich, wir sind noch in einem Alter gewesen sozusagen, wo du auch offener bist vielleicht. Ja. Also ist natürlich auch Typsache, aber wenn du was 20, 25 Jahre lang gemacht hast, ist, glaube ich, noch mal was anderes als 60 Jahre lang. Ist, glaube ich, einfach gut zu wissen, dass man sich nicht gut tut, wenn man den Körper ständig belastet. Und das ist von daher, wenn ihr jetzt vielleicht in der Situation seid, wo ihr sagt, oh, also so richtig gut geht's mir nach dem Essen nicht, vielleicht beschäftigt ihr euch einfach mal damit und guckt mal, was es für Optionen gibt für euch, ob ihr einfach mal ein bisschen selber testet, ob ihr zum Arzt gehen wollt, das müsst ihr selber wissen, aber einfach sich damit auseinandersetzen und gucken, wie kann ich mir was Gutes tun letztendlich. Weil so ein bisschen, finde ich, hat das auch mit Selbstliebe zu tun, dass man sich auch eingesteht, okay, da ist was, das macht jetzt vielleicht einige Sachen komplizierter, aber ich möchte, dass meinem Körper gut geht. Und je weniger der belastet ist, desto besser geht es mir und so fitter bin ich. Und ja, desto mehr coole Sachen kann ich machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es gibt irgendwas, was ihr daraus gezogen habt für euch. Wenn ihr Erfahrungen teilen wollt oder Dinge, die wir vielleicht vergessen haben, die man auch noch hätte sagen können, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich mag das total, wenn wir einfach in den Kommentaren so ein bisschen diskutieren und einfach zusammen das Thema zusammentragen. Weil letztendlich, wir sind jetzt 3 Köpfe mit 3 Erfahrungen, aber da draußen sitzen sehr viel mehr. Wenn ihr mögt, guckt mal in die Infobox. Ich verlinke euch Lisas YouTube-Kanal und Lisas Instagram-Kanal. Die macht sehr, sehr viele coole Selbstexperimente und wenn es von dir irgendwas zu verlinken gibt, Arbeit oder was weiß ich, wenn sie die online stellen mag, damit die mal lesen können, packe ich die auch in die Infobox. Ich kann es nicht versprechen, wir werden sehen. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr mit mir geschnattert habt. Und wir gehen jetzt Mittagessen, was auch immer wir bestellen. Danke für die Einladung. Bis dann, ihr Lieben, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.